Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 287. Eichhorn-Wanderung am Samstag, dem 2. Januar 2021. Ich bin nicht am Eichkogel, aber wir sind hier vor einem halben Jahr schon einmal gewandert. Sie erinnern sich sicher. Gestern waren wir übrigens hier oben auf der Anhöhe und haben hier heruntergeschaut. Heute bin ich auf dem Friedhof in Altersee und mache eine Gedenkminute für Jakob Wassermann. Gestern war sein 87. Todestag. Sie sehen hier 1.1.1934. Über Wassermann habe ich Ihnen ja schon sehr viel erzählt. Die Trilogie Ezel Andergast, der Fall Mauritius und Josef Kerkhovens dritte Existenz haben Sie sicherlich schon gelesen im Lockdown. Aber hier habe ich noch eine besondere Tafel gefunden, die für mich ein Motto, ein Ausblick auf das kommende Jahr ist. Und ich möchte sie mir zum Vorbild nehmen, die Maria Heim. Hier sehen Sie die Tafel, die Gedenktafel an Maria Heim. Ihr tiefer Glaube, steht hier, gab ihr den Mut, bei der Volksabstimmung am 10. April 1938 als einzige Bürgerin von Altersee mit Nein zu stimmen. Also auch Nein sagen kann sehr, sehr schwer sein. In diesem Sinne werde ich jetzt um den See gehen, ein bisschen über die Volksabstimmung vom 10. April 1938 nachdenken und mir vornehmen, so zu stimmen, wie ich es mit meinem Gewissen verantworte und nicht nachzugeben. Ein schwerer Vorsatz, aber das wird ja ein besonders schönes Jahr, also muss auch mit guten Vorsätzen gestartet werden, der Jahresanfang.